Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal von Knorr Hackreistopf machen. Ich habe das wie immer von Kaufland mitgebracht. Ja, und wir brauchen dazu, Moment, als allererstes meine Lesebrille, 350 Gramm Hackfleisch, 2 Paprika und 125 Gramm Langkornreis. So, wir haben hier wieder die Nährwerttabelle. Und hier haben wir die Zutatenliste. Gut, Paprika putzen und in Würfel schneiden, Hackfleisch in einen Topf in etwas heißen Öl anbraten, Paprikawürfel dazufügen und kurz mitbraten. So, wir haben also hier einmal eine rote und einmal eine gelbe Paprika. So wie es auch hier drauf steht auf dem Dings, 2 Paprika in Klammern rot und gelb. Und wir haben auch hier wieder unser Hackfleisch. Wir nehmen das von Kaufland, weil uns das am besten schmeckt. Jeder sollte das Hackfleisch nehmen, was er gerne möchte, was er gerne isst, damit es dann auch schmeckt. So. Wir werden uns gleich wiederfinden in der Küche zur Zubereitung. Wie gesagt, die Paprika werde ich schon im Vorfeld schneiden und würfeln. Das brauche ich euch ja sicherlich nicht zu zeigen. Und wir machen dann mit den anderen Schritten in der Küche weiter. Also bis gleich. So, ich habe da schon mal etwas vorbereitet. Und zwar, hier haben wir 125 Gramm Langkornreis dazu. Dann habe ich in der Zwischenzeit schon die Paprika gemischt und habe auch schon das Gehacktes abgewogen, weil 500 Gramm ist einfach zu viel. Und jetzt machen wir in den Topf wieder ein bisschen Bratenfett rein. Und dann machen wir immer so kleine Stückchen, reißen das Gehackte so ein bisschen auseinander so. Ja, ich muss trotzdem noch ein bisschen Fett reinmachen. Es ist zu wenig, sonst es hängt ganz schön an.
So, jetzt kommen die Paprika noch dazu. Und zum guten Schluss kommt der Reis auch noch mit rein. So, und jetzt wird alles mit 700 Milliliter Wasser aufgekippt. Leicht ein bisschen angerührt. So, dann kommt der Beutelinhalt dazu. So, da war es wieder. Das Ganze wird jetzt 20 bis 25 Minuten bei geringer Hitze kochen gelassen. Brodeln, schmoren. Wir machen dann einen Deckel drauf, sobald es jetzt richtig anfängt zu kochen. Einmal kurz aufkochen lassen und dann, wie gesagt, 20, 25 Minuten bei geringer Hitze schmoren. Ab und zu dann, umrühren. Ja, so lange lasse ich aber jetzt hier die Kamera nicht laufen. Wir sehen uns gleich wieder am Tisch, wenn es dann fertig ist. Also bis gleich. So sieht es aus, wenn es fertig ist. Und jetzt wollen wir das Ganze mal hier probieren. Lecker, lecker. Heiß, heiß. Ja, also, es hat ja schöne Schärfe, angenehme Schärfe, schmeckt so richtungsmäßig Bratensoße und so leicht fruchtig Bratensoße. Soßenähnlich, ja, Geschmack mit ja ein Hauch von Pfeffer, also das ist schon nicht schlecht. Die Paprika logischerweise schmeckt man ganz gut raus, sehr frisch.
was da jetzt genau an Gewürzen dran ist, das kann man jetzt hier so genau gar nicht rausschmecken, weil wie gesagt, es schmeckt so eher, ja, wie soll ich das sagen? Man schmeckt also so eine Bratensaftkonsistenz, geschmacklich mit so einer, ja, ziemlichen, ich sag mal, für mich noch verträglichen Schärfe, Pfefferschärfe, und geht so in die Richtung, ja, Jäger, Zigeuner, Geschmacksrichtung so ungefähr. Also man muss das Gericht mindestens 25 Minuten lang köcheln lassen, damit auch der Reis, der hier mit drin ist, auch hundertprozentig gut ist. Wenn man das zu früh rausnimmt, dann knupst der Reis noch und der jetzt hat nach 25 Minuten hier die richtige Konsistenz. Er ist nicht zu weich gekocht, er ist aber auch, er knupst nicht mehr, er ist also ja, quasi perfekt. Wie gesagt, die Geschmacksrichtung geht so in diese Richtung eher Zigeunersoßenmäßig. Also einen leichten Braten, Bratensoßen mit ja, fruchtiger, na, Tomate kann ich nicht sagen, ja, mit so einem fruchtigen Geschmack halt eben dabei. Kommt wahrscheinlich auch von der Paprika her. Also ich muss sagen, das Gericht, obwohl ich nicht so auf diese Knorr-Fertiggerichte so stehe, bekommt es aber von mir trotzdem einen grünen Daumen, weil das ist jetzt geschmacklich so, ja, es hat eine ganz leichte Säure ist mit da drin, aber wie gesagt, im Nachhinein kommt so ein Pfeffergeschmack mit bei. Also es ist nicht lasch, das Gericht, sondern es hat schon so eine leichte Pfeffernote mit so einem Touch, ja, in Richtung Zigeuner, Jägersoßen, Richtung so, in diese Art rein. Schmeckt mir sehr gut, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Gut, das war's jetzt zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, würde mich auch sehr, sehr freuen. Ja, ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.